Here we go! Ey, wir sind in der Game. Alter! Geil! Was für eine geile Idee! Dann bringt's auch mal was, dass man Game Over ist. Hä? Oh. Mann, jetzt hast du es kaputt gemacht. Aus dem Leid. Unwirklich. Mario! Du bist in der Todeswelt tot! Für immer gefangen, das ist das Fegefeuer! Er steckt halb im Boden in der Röhre. Ja. Wir starten da. Ist das hier. Ist das hier so ein. So ein anderes Dingens? Ja, wir starten dann mal neu, ne? Er blinzelt so süß. Da ist eine rote Münze auf dem Baum, aber. Aber der macht's auch nicht. Das war gar keine rote Münze! Das war geil! Da ist eine rote Münze, sie ist riesig und spuckt Feuer. Oh oh. Vielleicht Welt Nummer 4? Wir werden sehen. Was ist denn jetzt? Nix, das ist einfach weiter. Eine Bonuswelt. Zelda-Musik. Hä? Ist das Präludien? Ja! Ah! Vielleicht kann ich. Genau. Oh, du hättest auch noch daneben landen können. Scheiße. Ah! Ah! Corruption! So. Er ist einfach so ein Wall Dancer. Arsch, das ist so wie Planking und so. Sich so an die Wand stellen. Ey, das könnte echt voll der gute Trend sein. Ich starte das. Schickt uns ganz viele Fotos, wie ihr so an, wie Mario an der Wand steht. Alter, das ist voll 2013, ey. Hä? Oh! Das war mein Puh. Ich dachte, das war Michael Jackson, der kurz vorbeigeht. Bär! Winnie, der Bär! Was? Wie kommst du jetzt auf Winnie Puh? Meinetwegen, das war mein Puh-Geräusch. Hab ich jetzt nicht. Okay. Oh! Tollerweise hat Fraps auch noch einfach Dateien fabriziert, die man nicht benutzen kann. Aber da wir nichts geschafft haben. Alter! Was war das? Du fucking Freak! Was war das? Wie hab ich das? Aber das ist voll die geile Idee. Ja, du kannst auch so einfach mit einem Rückwärtssalto da dahin, oder? Alter! Oh, da hinten! Stern. Aber das ist der nicht. Aber was hab ich hier gerade gemacht? Alter, das war richtig geil! Ich freue mich auch schon so auf die 100-Münzen-Sammlerei. Das wird so geil. Wow! Acrobatic! Warum heißt Mario eigentlich nicht Acrobatic Man? Weil er am Anfang, als er entstanden ist, noch nicht Acrobatic Man. Das erfinde ich. Ich finde ein Spiel, das Acrobatic Man heißt. Frick! Die Keen-Kampagne, die hat doch, haben doch die Macher von LGT Games gemacht. Die Keen-Kampagne? Keen. Ah! Ich hab die Tür kaputt gemacht. So macht man also Türen, ja. Türen aufmachen. Jetzt bin ich erst im Schloss. Türen aufmachen, you're doing it wrong. Ich mach da ein Meme von. Colorful Coral Caverns ist sogar das richtige Level. 6 ist, glaube ich, richtig, oder? No. Doch! Mann, ich hab den Stern nicht gelesen! The Colorful Coral? Mann, den Stern! Aua. Drück Start! Was soll das denn, ey? Wie kann man so scheiße sein? Ich hasse dich für immer! Deep Dive Through the Coral. So. Ich will nicht Coral. Coral ist kacke. Ich benutze erst Photoshop.
So, das war der Witz of the Day. Ey, pass auf, dass da kein Tiger drin ist. Ey, was ist das jetzt bitte für ein Zufall, Johannes? Wir müssen dazu sagen, dass wir eben gerade, bevor wir dieses Let's Play gestartet haben, Life of Pi geguckt haben. Und plötzlich haben wir eine Aufgabe, in dem Boot hier rumzufahren. Also das ist doch Schicksal. Ratespiel, was ist das? Deine Mutter. Ja, richtig. Hallo. So, nächstes Level. Das war der Life of Acrobatic Man. Schiffbruch mit Shy Guy. Genau, die hab ich ganz vergessen. Der Big Bully. Hä? Die Bullies sind das. Hä? Heißes Eis? Hä? Aber die gibt's gar nicht in Weiß. Die sind neu gemachte Gegner. Da war der Stern. Egal, mach ein anderes Level, weil das ist gar nicht drin. Johannes, was hast du für Probleme? Hä? Johannes, man dreht gerade durch. Large Leaf Forest, a big bug problem. Hä? Bug problem? Warum sagst du eins? Weil da eins steht. Ja, das ist das die erste Aufgabe? Ach so. Da ist er. Den musst du jetzt töten. Das ist der Chili-Kampf. Er tötet einen, wenn man dranhängt. Schiri! Nein! Nein, das war wie beim Tic-Tac-Trauma! Mann, warum machst du das? Was hätten wir sonst machen sollen? Wir müssen aufhören, wir haben eine Überdosis scheiß Mario gelabert. Alter, das war das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Du zerstörst diesen Moment. Oh Mann, hätte ich jetzt ein paar... Was später? Oh Mann, jetzt bin ich schon hier. Scheiße. Ja, mit einem Panzer wäre das voll easy, ne? I just don't know what he's talking about. Why stupid? Das war so ein typischer Ami-Rock-Liedzeit. Ja. Wir nutzen die bestimmt in der nächsten Californication. Nee, das war's meine ich nicht. Wenn du sowas wie Sum 41 und Blink 182 und Green Day und so. I don't know what he's talking about, but he's stupid! Ja. Nee, den neuen Linkin Park zu machen das jetzt. Oh nee, ich hasse ihn. Ja. I know he's stupid! Now he's stupid and I know! Ich bin der beste Intimidator der Welt. Okay, pass auf, und jetzt kommt nein, Billy, auf. Billy Talent, komm, den schaffst du. Oh, nee. Klar. Jetzt sind die gut. Wie war der Text? I don't know what he's talking about, he's stupid. I don't know what he's talking about, but he's stupid! Das ist Billy Talent. Boah, da kriegt man ja voll den... Da ist ein Wurfmufti. Ein Level... Na... Kannst du denn Alter. Stirbt man denn nie? Ja, aber man stirbt hier nie. Das ist voll geil. Und ich hab auch so eine Spinne getötet. Ich sag immer, ein Level ohne Wurfmufti ist wie eine Sache, wo was ist, was man sonst immer ist. Ah! Gute Analogie, oder? Ah! Ah! Da oben! Rechts! So. Das ist so, wenn man nur Zweiersprung oder so.
laufen. Hast du auch gerade diesen Schmerz? Alter, und ich sag das einfach nur so. Spring mal von hier einfach darunter, Weitsprung, du hast voll die Abkürzung. Da. Schaffst du das? Lass mich das kurz berechnen. Ich glaube, das geht. Du musst nur richtig landen. Ich nutze noch jedes Mal. Oh Gott. Risk, no risk, no fun, ne? Genau auf dem... Alter, Acrobatic. Man, Mann, die Biene hat's voll versaut. Echt? Und der Wurf muss die. Nein. Oh, die gang mich! Ja! Trinkgeräusche sind auch nicht erwünscht. Alter, dieser Fried. Ist der gerade runtergefahren? Ja. Geil, dann kann der ja nicht ans Ziel. Mach, sonst schafft er es vielleicht doch noch irgendwie. Pass auf, da ist auch eine Lücke, ne? Ja, aber nee, das geht nicht, weil der muss doch mit mir reden. Ja, aber test es doch. Das wäre so geil. Was passiert jetzt? Nein. Nein. Nein, Pingu! Hä? Ist er nicht, er ist in den Boden gefallen. Vielleicht ist er jetzt ja hier wieder, wenn ich durch die Röhre gehe. Ah, achso, das könnte er gar nicht. Ja, nur wenn er da wäre. Nee. Da! Ja, da war er! Nee, das ist der Kleine, oder? Ist der, nein, noch? Das ist der! Der ist doch so klein! Geh mal zu ihm hin! Alter, die Bugs hier sind einfach die besten. Ich dachte, das sieht nur so aus und das ist ja auch noch wirklich. Wie kommt der da hin? Und der steht da jetzt. Ja, spring mal zu ihm hin. Hallo, wir kommen zu dir, wenn da das Ziel ist. Ja. Komm, voll gut getroffen. Ja, das ist ich hingeguckt, ich hab die Augen zu. Guck mal, der hat mir das erstmal Schaden gemacht. Er macht die Augen zu. Hast du gerade gehört? Ja, das wurde die Augen zugemacht. Oh Mann, ich bin nicht tot. Ich will nicht mehr. Ich muss ihn töten. Ich muss ihn töten. Ich muss an. Er hat ein Bumpgeräusch gemacht. Was kann ich zu dem? Wuff Muffi hüpft sich für mich so an. Aua. Ja? Ah, ich bin ein Wuff Muffi. Hä, das klingt wie Mo. Hat sich genauso angehört wie Mo. Doch, ich schwör auf Koran. Alter, was ist los? Nicht. Doch! Genau wie Mo. Hä? Schade, ich dachte. Genau! Ja, ist okay. Shadow Copley ist der Schauspieler von dem Typen von District 9. Danke. Tschüss. So. Ja, warte mal, das nehmen wir Gott für nicht gefallen, ne? Achso, ja. Weiter geht die Geschwindigkeitsrausch. Mann, was für ein Spiel! Dann haut sie ab und man fliegt gegen die Kiste.
get greedy. Don't get greedy. Bisher bei Super Mario Star Road. Ja, und das war das auch, wo wir was hier das oft drüber gekommen. Scheiße. Ach, dann hört die auf. Ja, ja, sehr gut. Okay, da kommen Kugeln raus, das weißt du, ne? Edit. Wir müssen leben, schnapp es dir. Wo ist das? Wo ist das? Ganz am Anfang, wir müssen nochmal über die Fässer. Soll ich verarschen? Ich guck mich hin. Oh, fick dich, lauf doch einfach runter. Alter, oh! Ist das geil. Oder da musst du doch einfach hin irgendwo. Da ist der Stern. Ich kann ihn riechen. Ja, hier kannst du einfach runter. Ist das gerade geil, ey. Oh, genau. Boah. Vor die Kugeln. Ja, hier rutscht. Nein, stopp, du musst da runterrutschen, oder? Du musst nicht über die Fässer. Lieber. Ja, oder so. Alter! Nein! Das ist so kacke, ey. Warum machst du das? Easy. Mamma mia! Gott. Oh. Alter, du bist doch irgendwie reingefallen. Oh. Danke und tschüss. Was machen wir eigentlich für heftige Scherne hier? Lass sie verfaulen, bis sie im Orient zerplatzt. Haha, guck mal, der Panther pflanzt ja Blumen. Was für ein... Was mache ich denn jetzt? Halt mal die Fresse, was mache ich denn jetzt? Sterben? Hier kann man nichts tun. Ich verspeis mich selber. Du bist tot. Ich war so geschockt, dass ich überhaupt nicht reagieren kann. Hast du das gesehen? Hast du da gerade hingeguckt? Die letzten 20 Sekunden sind verschwommen, was ist gerade passiert? Was ist das? Hallo, ich bin Mario. Ich zeige euch heute, wie man... Hä? Was war das? Alter, ey, langsam reicht's. What? Was war das denn bitte? This is it. You have arrived at the Hidden Palace Finale, the final level. Even if you cannot complete this challenge, you have done very well to make it this far. Das soll eine Challenge sein?
Comic. Warum muss ich immer Sachen machen mit Bienen? Ich dachte, die sterben aus. Warum sind sie dann noch hier? Wenn die letzte Biene ausgestorben ist, dann ist auch die Messer tot. Das hat schon Einstein gesagt, als er einen Löffel Brot intus hatte. Ein Löffel Brot. Ein Löffel Brot, damit wir in euer Es stimmt Haus gar nicht, nicht dass schauen. Der Mensch nur 10% seines Gehirns benutzt. Das hat Hitler erfunden. Nee, aber wir haben wirklich erst 10%. Das ist true. Ja? Aber wir haben erst 10% des Ozeans erforscht. Ja, das ist. Denk aber da einmal drüber nach. Das hat Hitler, aufhören? Das hat Hitler erfunden. Ja, wenn du nicht mehr willst. Nee, ich finde, wir hören jetzt auf. Okay. Und nächstes Mal machen wir dann eine Cage Ride. Und als Stargast erfunden. Haben wir Nicolas Cage, hä? Den hat Hitler erfunden. Nicolas Cage? Ja. Stimmt, das ist Hitler? Ja. Ajemi. Schieß bei Brooklyn Tower Games, wir wurden von Hitler erfunden. Alter, was hast du den letzten vertrieben? Aber das stimmt wirklich mit dem Gehirn. Dass der Nicolas Cage von Hitler erfunden wurde. Nein, mit dem Gehirn, Mann. Und sagst du mal zu Nicolas Cage das Gehirn? Ey, der spielt das Gehirn mit. Ja, weil der hat bei einem Batman-Film hat er den Superschurken das Gehirn gespielt. Nee, aber Nicolas Cage hat ja wirklich einen Superheldenfilm. Ja, fick deine Arschloch in den Bruder. Ant-Man, oder? Ant-Man? Ant-Man. Okay, scheiße, Mann. Nee, aber Nicolas Cage ist mega Superman-Fan. Der hat sein Kind Kyle genannt. Nein! Wirklich? Nein! So. Der hat auch irgendwie das. So erste Auflagen vom Comic und sowas. Ja, er kann sich die leisten. Und dann spielt er Batman bei Kick-Ass. Ach ja. Voll der Witz.